Bei mir Daniel Zöhler, oder nein, vielmehr ich bin bei Ihnen, das ist ja mal eine Premiere. Wir hatten uns verabredet zu einem kurzen Interview zum Thema Rathausneubau und eben auch Investitionen. Herr Zöhler, Ihr Kämmerer oder Ihr Kollege Kai Elsweier hat immer mit dem Hinweis auf den Schuldendeckel der Stadt mit einem ganz dicken Rotstift ist er durch den Haushaltsplanentwurf 2019 gegangen. Da waren auch viele Projekte aus Ihrem Verantwortungsbereich dabei. Entsteht so nicht auf Dauer ein gewaltiger Investitionsrückstau? Erstmal, was der Kämmerer gemacht hat, ist ja seine Aufgabe. Also wir haben ja zurzeit hier einen Schuldendeckel, den wir, glaube ich, auch schon seit sehr vielen Jahren hier haben. Und das heißt, der Kämmerer muss im weiten Vorgriff einer Haushaltsplanberatung schauen, was passt denn in den Haushalt so grob rein und was nicht. Und nichts anderes hat Kai Elsweier jetzt gemacht. Und so würde es grob ausschauen, wenn der Schuldendeckel nicht angehoben würde. Ob das dann auch die Projekte sind oder nicht, das liegt, glaube ich, in der Entscheidungsverantwortung der Politiker. Und da liegt der Ball jetzt. Und ich denke, ich will dem nicht vorgreifen, aber ich denke, da werden bei den Haushaltsplanberatungen der jeweiligen Parteien, bei den Klausurtagungen, wird da wahrscheinlich sehr ergebnisoffen oder auch wahrscheinlich sehr intensiv drüber diskutiert werden. Aber die CDU hat ja, oder zumindest Herr Weber, der Fraktionsvorsitzende, hat ja schon gesagt, mit der CDU ist eine Anhebung des Schuldendeckels nicht zu machen. Das habe ich so nicht verstanden. Ich habe verstanden, dass eine Aufhebung des Schuldendeckels mit Herrn Weber nicht zu machen ist, aber dass man den mit Herrn Weber nicht anheben kann, so habe ich das nicht verstanden. Aber wenn Sie das verifizieren müssen, müssen Sie Herrn Weber im Endeffekt fragen. Fragen wir ihn nachher mal. Aber jetzt ist der Schuldendeckel ja schon ein bisschen alt. Das heißt also, die normale Preissteigerung müsste ja sowieso eigentlich schon dazu führen, dass er angehoben würde, oder? Ja, das sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich bin ja erst ein Jahr hier, aber so wie ich das verstehe, ist der Schuldendeckel ja in den letzten Jahren nicht angepasst worden. Und ich glaube, wenn man einen Schuldendeckel nicht anpasst, ist ja allein dadurch, dass die Baupreise steigen und die allgemeine Inflation, die immer da ist, der Schuldendeckel gefühlt sogar gefallen. Inflationär, wenn man es inflationär betrachtet. Ja, ja, so würde ich das sehen, ja. Ja. Also die Politik hat jetzt in Anführungsstrichen nicht den schwarzen Peter, aber sie muss jetzt handeln. Und dann entweder sagen, was gestrichen wird oder eben auf manchmal vielleicht auch intelligente Art und Weise versuchen, den Schuldendeckel in irgendeiner Art und Weise anzupassen, anzuheben oder eben auch Investitionen auszulagern. Das haben Sie. Ein gewaltiger Investitionsbrocken ist die Sanierung des Rathauses. Da gibt es ja auch schon verschiedene Variationen. Der soll, glaube ich, jetzt 44,5 Millionen, ist das der aktuelle Stand, kosten? Das ist der aktuelle Stand seit April. Der hat sich nicht geändert, Herr Wiesenkämper. Ist das nicht angesichts knapper Kassen ein bisschen viel? Das ist nicht nur ein bisschen viel, das ist unheimlich viel. Aber keiner hier wünscht sich ja diesen Ausgabebetrag. Ich meine, dieser Ausgabebetrag ist zustande gekommen, indem das Gebäude einfach ins Alter gekommen ist. Das in den letzten Jahren auch, also eine Sanierung wäre ja auch vor 5 Jahren schon notwendig gewesen. Das ist nicht gemacht worden, nur jetzt ist der Zeitpunkt erreicht. Das habe ich Ihnen im letzten Interview auch schon sehr ausführlich erklärt, wo man nicht mehr warten kann. Man muss was tun. Und also freuen tut sich hier über diese Ausgabe keiner. Aber jetzt plädieren Sie auch noch für eine Aufstockung des Rathauses. Die würde ja allein 6,5 Millionen Euro kosten. Die Stadtpartei ist eh dagegen. Die ist ja ganz gegen die Sanierung des Rathauses. Aber selbst die Erfinder dieser Idee, die CDU, scheint jetzt kalte Füße zu bekommen. Da hat auch der Fraktionsvorsitzende Burkhard Weber neulich die Aufstockung zumindest in Frage gestellt öffentlich. Gibt es denn Alternativen zur Aufstockung? Ja, also ganz ehrlich, also erstmal, was Herr Weber gemacht hat, finde ich ja richtig. Herr Weber sagt, über die Aufstockung ist noch nicht endgültig entschieden. Und damit hat er auch recht. Wir werden irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres werden wir einen Projektstatus erreichen, wo es sehr schwierig wäre, nochmal zu ändern, stocken wir jetzt auf, ja oder nein. Aber Stand heute planen wir mit der Aufstockung, aber es wäre noch änderbar. Aber spätestens, wenn wir den Bauantrag für die Änderung oder Sanierung dieses Gebäudes stellen, dann sind wir an einem Zeitpunkt, wo das uns im Zeitplan halt auch rapide zurückwerfen würde. Wir haben ja jetzt eine Bedarfsstudie gemacht mit dem Büro IE5. Da haben wir extra ein externes Büro beauftragt, um zu schauen, wie sind unsere Platzansprüche. Beispielsweise war ja auch ein Ziel zum Beispiel oder in der Diskussion, den Fachbereich 23, Schule, Jugend, Sport, draußen aus dem Gewerbegebiet wieder in die Stadt zu holen. Da haben wir gemerkt, selbst mit Aufstockung geht das nicht. Warum? Weil dieses Haus für die Mitarbeiter, die heute hier arbeiten, schon nicht ausreicht.
Das heißt also, wenn ich nicht aufstocken würde, würde mit vernünftigen Platzansprüchen und auch Besprechungsmöglichkeiten der alte Bestand schon nicht mehr hier reinpassen. Es gibt ja dann Vorschläge, dass man dann gegebenenfalls in die Innenstadt und so weiter wechseln könnte mit gewissen Nutzungen, aber das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht als die beste Lösung an, weil die Problematik ist, das kostet ja auch Geld. Dann brauchen wir auch wieder eine Fläche, wir brauchen auch ein Gebäude, das wir entweder bauen müssen oder mieten müssen, das sind auch Kosten. Und man kann über dieses Gebäude hier sagen, was man möchte, ob man es mag oder nicht, aber dieses Gebäude ist das Bürgerforum der Stadt Bocholt. Das ist die Anlaufstelle der Bürger hier. Und deswegen bin ich auch der Meinung, sollte man dieses Gebäude jetzt einmal an die Zeichen der Zeit anpassen. Das soll modern sein für die Bürger. Die Arbeitswelten sollen auch für die Mitarbeiter erträglich sein. Weil wenn das nicht der Fall ist, Sie dürfen auch nicht vergessen, diese Stadtverwaltung tauscht sich in den nächsten Jahren um ein Fünftel altersbedingt aus. Da muss man ja auch schauen, dass man wieder Fachkräfte nach Bocholt bekommt. Wie soll ich Fachkräfte motivieren, in den öffentlichen Dienst zu gehen, wenn ich denen nicht mal einen adäquaten Arbeitsplatz biete? Naja, da gibt es auch noch ein paar andere Vorteile, die man hat, wenn man im öffentlichen Dienst arbeitet. Ich glaube, das wird nicht so ganz so problematisch sein, dass der Arbeitsplatz nicht entscheidend, aber das sehen Sie vielleicht ein bisschen anders. Rechnen Sie selbst damit, dass sich noch was wesentlich ändert an den Plänen, die Sie vorgestellt haben? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann ja die politische Stimmung nach einem Jahr Bocholt auch inzwischen ganz gut abschätzen. Ich glaube, die Politiker wollen irgendwo eine Einsparung erzielen. Ich kann das auch nachvollziehen bei dem Berg an Investitionen, den wir vor uns haben. Ich kann nur wirklich dringend davor abraten, die Aufstockung dafür herzunehmen, weil die Aufstockung dieses Gebäude zukunftsfähig macht. Machen Sie mal eine Alternative. Ja, die Alternative wäre zum Beispiel der Multifunktionssaal, der ja auch, glaube ich, mit knapp über 2 Millionen in der Studie drin ist, dass man auf den verzichtet und für wesentlich weniger Geld den alten Ratssaal ertüchtigt. Aber auch das ist meiner Meinung nach eine Aufgabe der Politiker, sowas im Endeffekt zu beantragen und zu entscheiden. Stand heute, wir haben ja den Grundsatzbeschluss gefasst, ich glaube im März, und der umfasst das Komplettprogramm, also auch mit einem neuen Ratssaal. Wäre eventuell auch nochmal an die Sanierung des Stadttheaters zu denken. Das muss ja auch nochmal mit, ich glaube 3,9 Millionen sind es jetzt, renoviert werden. Jetzt entsteht ja wahrscheinlich, das ist ja auch noch nicht ganz klar, das neue Brauhaus, das kriegt ja auch im Grunde genommen eine komplette Theaterausrüstung. Wäre das nicht eigentlich doppelt gemoppelt? Ja, aber das müssten wir mit dem Kulturdezernenten besprechen, nicht mit mir. Ja, da wollen Sie jetzt nicht dran. Ich bin dafür nicht zuständig. Ich bin für die Sanierung dieses Hauses zuständig und die Sanierung dieses Hauses umfasst dieses Maßnahmenpaket, das Sie mit 44,5 Millionen beschrieben haben. Also das umfasst beispielsweise, dass das Theater ja grundsaniert wird. Das ist ja mit drin. Und alles andere, was on top kommt, da möchte ich mich jetzt ungern über Zuständigkeiten äußern, die im anderen Dezernat liegen. Aber die 3,9 Millionen Theatersanierung sind noch nicht in den 44,5 drin. Nein, das ist der, dass Sie diese Rechnung aufmachen, das war mir klar, aber die Theatersanierung, die Sanierung, also was beispielsweise die Lüftung angeht, was die Wandfarbe angeht, und so, das ist alles mit drin. Was Sie jetzt meinen, ist vor allem die Theater- und Bühnentechnik. Ja. Das wäre auch eine Statusverbesserung zu heute, glaube ich, und die ist natürlich nicht mit drin. Aber wie gesagt, ich würde Sie bitten, sprechen Sie mit dem zuständigen Dezernenten. Das machen wir. Jetzt plant man ja intern schon immer, das sagten Sie ja auch, dass es im Grunde genommen jedes Jahr Kostenzuschläge gibt durch die natürlichen Kostensteigerungen. Die sind ja im Moment relativ hoch, weil alle Baufirmen ausgelastet sind bis unter das Dach. Muss da nicht noch mit deutlich mehr gerechnet werden? Ja, aber das haben wir beim letzten Interview auch schon thematisiert. Ja, wir haben davon plus minus, glaube ich, was haben wir gerechnet? 20%. Ja, und da haben Sie ja dann gesagt, das sind dann ist man schnell bei 50 Millionen oder noch mehr. Ja, das ist das Risiko, das wir in dem Projekt haben. Das habe ich aber von vornherein auch gesagt. Ja, das 44, will ich nur noch mal klarstellen. Ja, das war nicht letztendlich nicht dann um 49 oder um über 49 Millionen diskutieren, sondern vielleicht schon an die 60 Millionen. Ich mein, aber das ist Sie das haben, ist, Sie haben völlig recht, Herr Besenkämpfer, aber Sie müssen im Moment sehen, wir haben teilweise Ausschreibungen, die wir hier machen als Kommune, wo wir Projekte umsetzen wollen, da bekommen wir nicht mal eine Abgabe, also von Firmen, die das gegebenenfalls machen wollen. So sind die Auftragsbücher zurzeit. Das können wir auch nicht ändern, aber wir müssen irgendwie damit umgehen. Ne? Gut, ja, das war es eigentlich schon soweit. Dann bedanke ich mich bei Daniel Zöhler. Gerne. Vielen Dank.